Guten Tag, Leute. Ich habe Besuch. Das ist Franzis Mama. Das ist Franzi. Franzis Mama, Franzi. Die sind sich ziemlich ähnlich. Ja, die haben uns heute mal besucht. Total cool von denen. Und die wollten nicht mit leeren Händen kommen. Und witzigerweise haben die gestern mein Video gesehen. Und da habe ich ja gesagt, dass wir uns mit Franzi einen Stuhl teilen, sozusagen. Und ja, als Mitbringsel haben sie mir einen zweiten Bürostuhl mitgebracht. Richtig cool, ne? Das ist übrigens der Olli. Ja, hallo. Hi. Wir machen uns jetzt fertig. Wir ziehen uns an und ja, dann würde ich sagen, ab zum Spiel. Wir haben auch nicht mehr lange Zeit. Aber als erstes muss ich mal Probe sitzen. Oh, ey, der Stuhl ist richtig gut. Ja. Der ist gut. Ja. Ja, danke. Cool, ey. Ich habe die letzte Woche voll viel geschenkt bekommen. Richtig geil. Okay, Leute, also wir haben jetzt geparkt an der Jahrhunderthalle und gehen jetzt Richtung Fraport Arena. Ich habe hier gerade schon mein, ich nenne es mal, zukünftiges Auto gespottet. Da hinten ist ein CHR. Sieht man das von hier aus? Franzis Mama findet das Auto nicht so schön. Ich glaube, meine Mutter ist davon auch nicht so begeistert. Es sieht auch wirklich sehr, sehr speziell aus. Aber ich finde das Auto richtig geil. Vorne sitze. Hallo! Sehr hier geil. Ist ein bisschen was los. In 9 Minuten geht das Spiel los. Wir haben ein bisschen viel gebraucht zu Hause. Ich kam auch ein bisschen spät von der Arbeit. So, jetzt die Frage, entweder stellen wir uns hier an. Oder? Wir können auch hier rein, guck mal. Ach so, da können wir nicht rein, ja. Dann bleiben wir doch lieber hier. Mike Morrison, bester Mann. Ich bitte euch, sich für eine Schweigeminute von den Plätzen zu erheben. Wir trauern unseren treuen Freund und Weggefährten der ersten Stunde, Thomas Hess. Und sein Team von IHA Security wurde die Fraport Arena ein zweites Zuhause. Hat gerade angefangen, ist ein bisschen behindert. Wir sind echt spät gekommen, aber glücklicherweise haben wir den Tipp auch mitgekriegt. Das Ding ist nur, wir müssen jetzt trotzdem was zu trinken holen. Ja, wir dachten uns, besser wir gehen jetzt als gleich, wenn es spannend wird und alles, weißt du? Wir hätten hier zwei Wasser, zwei Frankfurt ist jetzt das erste Mal, glaube ich, in Führung. Hey Toni! Hi, servus, wie geht's euch? Alles gut? Ja. Auf geht's! Wie geht's dir eigentlich? Sehr schön! Ja. Hey! Was geht? Hey! Hupsi! Was geht ab, Bro? Alles klar, Mann? Wie geht's? Alles gut? Gut. Selbst? Bist du am Vloggen? Ja, Mann. Sehr schön. Hi! Sag hallo. Hi! Huken TV! Auf Twitch! GG! Das erste Viertel war richtig kacke, ne? Ja. Das war richtig schlecht. Ich bin wieder ein bisschen enttäuscht von Morrison. Mike Morrison hat schon Anfang des zweiten Viertels 3 Fouls, wurde dann ausgewechselt. Aber hat er heute Punkte gemacht. Ja, ja, das stimmt. Ja, und ansonsten, die Stimmung ist geil, ne? Die Stimmung ist echt gut. Guck mal, wie leer das auf einmal wird. Jeder holt sich was zu trinken. Super! Ich meine,
Die Skyliners haben richtig gut gekämpft und wir haben aber alles gegeben. Aber erst im zweiten Viertel oder nicht? Im zweiten Viertel. Das erste Viertel war ein bisschen so, aber das zweite Viertel richtig alles draufgegangen. Finde ich auch richtig geil. Und jetzt habe ich leider verpasst, das letzte Ding. Aber jetzt führen wir. Vier Punkte Unterschied. Jawohl. Gino, guten Appetit. Hast du schon einen Sitzen oder was? Also ganz ehrlich, ich war beim ersten Mal da letzte Woche. Gegen Gießen war ein bisschen flach, aber heute überragend. Heute ist geil, ne? Ich bin sogar schon ein bisschen heiser, aber es mir so Spaß macht, wenn ich so reinschreie. Ja. Das ist richtig cool. Wer ist das? Das ist mein Neffe, Daniel. Echt? Grüß dich. Daniel, sag mal hallo. Wir sind ja gerade live beim Bar. Spielst du auch? Fußball. Er ist auch gut, Hauptsache Sport. Und du? Was spielst du? Ich spiele Counter-Strike, Fortnite und FIFA. Ja, Mann. Auf Twitch. twitch.tv/HukenTV, Leute. Schaltet rein, wenn ihr Spaß und auch Skill wollt. Verpasst es nicht und bald auch auf YouTube vertreten. Also schaltet mal rein, wenn ihr Bock habt. Auf jeden Fall, macht es, auf jeden Fall. Der ist aber wirklich gut. Ohne Witz, ich habe ein paar Videos von dem gesehen. Der hat echt, echt was drauf, ey. Ja, danke, danke. Und selbst? Ja, gut. Alles Arbeitskollegen hier. Sind auch alles Arbeitskollegen jetzt da. Wir kriegen die Tickets nämlich, haltet euch fest, von unserer Arbeit geschenkt. Und deswegen war ein bisschen blöd, dass wir so spät gekommen sind. Wir haben nämlich Plätze ganz oben gekriegt. Je früher wir hier sind, desto bessere Plätze können wir uns halt aussuchen. Das ist so, wir kriegen halt nicht die richtigen Tickets, sondern Gutscheine. Und mit den Gutscheinen können wir dann hier hin und die einlösen sozusagen gegen die originalen Tickets. Ja, ja, so läuft's. Also, ich freue mich schon auf die zweite Halbzeit. Yeah, that's him again, the sound, the engine, and it's like a bird. You see fireworks and Corvette tires, skirt the boulevard. I know how you work, I know just who you are. See, use it. Hey Leute, das wird jetzt ganz knapp. Es sind noch ungefähr 9 Sekunden zu spielen. Und Frankfurt ist mit 4 im Rückstand. Das wird eng. Es lief so gut, so übertrieben gut. Wir haben mit fast 20 oder so geführt. Wir haben jetzt 2 Freiwürfe. Ja! Ja! So, optimal wäre jetzt, wenn er den nächsten daneben haut, wir den Rebound kriegen und einen Dreier reinmachen. Oder wir spielen Stop the Clock. Und immer noch 9 Sekunden auf der Uhr. Frankfurt macht jetzt Stop the Clock. Für diejenigen, die das im Basketball nicht kennen, die Zeit läuft nicht ganz durch, sondern immer bei so Spielunterbrechungen wird die Uhr auch angehalten. Das heißt, wenn Fouls und so passieren, dann stoppt man die Uhr. Zum Ende hin haben wir einfach viel zu viel verkackt. Aber leicht umher, viel besser als gegen Dings. Ja. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y vosotros? Haced klick, 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 hasta que no podáis más. Franzi, woran hat es gelegen? Am Ende waren die zu unsicher. Ja, das stimmt. Finde ich auch. Die haben zu viel durchgehen lassen, so, ne? Bayern war so unauffällig gut. Die hatte man nicht so die ganze Zeit im Blick. Ja, ne? Leute, wir sind jetzt wieder zurück in Wiesbaden. Ja, jetzt sind wir hier am Park angekommen
Und das ist richtig cool. Die Leute sind voll gut drauf. Die chillen hier auf der Wiese. Ich bin ein bisschen heiser, habe ich das Gefühl. Habe ein bisschen zu viel rumgeschrien im Stadion. Guck mal, was hier abgeht. Hier ist so ein Shooting, ey. Das ist richtig cool. Alle sind gut drauf. Okay. Frankfurt, Bayern, das Spiel. Habt ihr gesehen, leider war das am Ende doch nichts. War trotzdem ein richtig, richtig gutes Spiel. Es hat so Spaß gemacht. Es war spannend bis zur letzten Sekunde. Aber ja, im Basketball ist es halt so, das Spiel kann man halt noch innerhalb von Minuten kippen. Und so ist es auch passiert. Und wir gehen jetzt erstmal ein Eis essen. Also Leute, wir sehen uns morgen im nächsten Vlog. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, ab in die Rinne. I wish, yeah, soldiers DNA, born inside the beast, my expertise check out in second grade.